Ich? Schleuser? Ja. Also, der Band heißt Der Schleuser, ist nicht ganz so dick, hat als Autor Christoph Dabisch und als Zeichner Piero Marcola. Dass der Herr Marcola aus Italien kommt, kann man auch stilistisch glauben, weil er nämlich seinem berühmten Landsmann Gipi sehr nacheifert, der mittlerweile 60 ist und der berühmt ist für anspruchsvolle Graphic Novels in so einem gediegenen Aquarellstil, der wirklich sehr, sehr schön ist. So sieht Der Schleuser auch aus. Allerdings ist der Piero Marcola zum Studieren nach Brüssel gegangen, an die berühmte Comic-Akademie Saint-Luc, und ist dann in Frankreich geblieben. Und der Autor ist ein Franzose, ein Pariser, mit dem er offensichtlich befreundet ist. Also es gibt diesen stilistischen Bezug nach Italien, ist aber ansonsten ein durch und durch französischsprachiges Werk. Es spielt aber dann wiederum in Italien, nämlich in Venedig. Und ein Venedig-Comic, bei dem Sie nichts zu Gesicht bekommen, was irgendwie mit Venedig zu tun hat, mit unserer Vorstellung. Kein Markusplatz, keine Touristen, keine Gondeln, keine Spaghetti. Also es handelt an der Peripherie von Venedig, also diesen Orten und diesem Schwemmland um Venedig. Und es ist letztlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Der Held ist ein Jugendlicher, der irgendwie desolat mit seinem Vater groß wird, der aber jetzt seit mehreren Tagen schon vermisst ist. Und das, was ihm sein Vater vor allen Dingen mit auf den Weg gegeben hat, ist die Kenntnis dieses Wasserumlandes um Venedig, also wie die Gezeiten zu lesen sind, wo es Fahrrinnen gibt, wo man sich sicher und nicht sicher mit einem Boot bewegen kann. Also das hat der Junge verinnerlicht, weil sein Vater ihm das sein ganzes kurzes Leben bislang immer erzählt hat, wie das funktioniert. Und dann ist es neben dieser Coming-of-Age-Thematik auch eine politisch-gesellschaftliche Geschichte im heutigen Jetzt. Also es geht um Kleinkriminelle, aber insbesondere auch um Schleuser, die also Flüchtlinge durch Italien oder um Venedig herum schleusen, und sie möchten gerne diesen Jungen für sich gewinnen oder ihn in ihren Dienst nehmen, weil er sich eben so sehr gut auskennt mit diesen Wasserwegen. Das hat eine starke Melancholie. Es gibt ganz viele ruhige Szenen, keinesfalls so aktionsreich wie der Comic, den wir als ersten Titel hatten, von Michael Ross. Also es ist sehr, sehr viel gemütlicher oder ein bisschen, ja, melancholisch ist, glaube ich, richtig, depressiv ist jetzt vielleicht schon zu stark. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen das Manko, aber vielleicht auch, weil wir jetzt so viele starke Titel hatten, es fehlt so ein bisschen der dramaturgische Punch. Also diese Coming-of-Age-Geschichten haben wir schon öfter gelesen, so kleinen Gangster-Milieu haben wir schon öfter gelesen, diese Schleuser-Thematik ist interessant, läuft aber so gewissermaßen am Rande. Und so das ganz große Drama entfaltet sich nicht und es endet eigentlich so still, wie es auch begonnen hat. Das ist sehr schön, also wenn man solche melancholischen Geschichten gerne liest, und vor diesem Hintergrund des nicht glamourösen Venedigs ist der Schauplatz natürlich auch sehr interessant. Aber mir hat so ein bisschen die zwingende Dramaturgie gefehlt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich fand den gut zu lesen. Ich fand, der ließ sich auch sehr leicht lesen, relativ schnell. Also da war jetzt nicht so viel, wo man drüber nachdenken musste oder andere Bücher lesen musste oder irgendwas recherchieren musste. Das war ein Unterhaltungstitel. Das ist aber das, was ich dem, glaube ich, auch so ein bisschen vorwerfen würde. Ich meine, es kann nicht jeder Comic das Nonplusultra sein, was man zu Hause hat und was man gerne einmal im Jahr lesen möchte. Das ist vollkommen klar. Aber ich fand die Geschichte jetzt nicht besonders herausragend. Da war jetzt kein Charakter dabei, wo ich sage, oh, den finde ich jetzt so toll, da möchte ich mich jetzt irgendwie länger mit beschäftigen. Die Elemente der Geschichte hat man schon mal gesehen. Da waren keine großen überraschenden Wendungen jetzt drin. Es war eigentlich am Anfang schon relativ klar, worauf es am Ende hinauslief, fand ich. Und ja, aber das ist ja nichts Schlimmes. Also das ist ja nichts, was man dem Titel vorwerfen kann. Das kann auch ein Vorteil sein. Nur natürlich jetzt neben den ganzen anderen, die wir jetzt hier hatten, fällt es dann leider tatsächlich ein bisschen ab. Wurde aber in der Presse auch sehr, sehr positiv besprochen in den Rezensionen. Also das muss man auch sagen. Also ich würde dem auch allen zustimmen. Ich habe den als erstes gelesen und
fand, ja, also es könnte auch einer der wirklich Guten sein, weil wir hatten ja auch schon mal Sachen, über die wir uns richtig geärgert haben im Comicstreit, sogar gemeinsam geärgert haben, auch das gab es schon. Fand, okay, das fängt gut an. Als ich dann die anderen Sachen gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist gutes Mittelfeld, ist auf alle Fälle empfehlenswert als Geschichte. Ich finde es auch schön gezeichnet und so. Also es ist wirklich vollkommen okay, aber es ist halt okay. Es ist jetzt nicht den Comic, wo ich jetzt sagen würde, der gehört zu den 10 besten, die ich dieses Jahr gelesen habe, sondern er ist gutes. Er ärgert einen, hat mich überhaupt nicht geärgert, also, aber er erzählt sich auch gut. Man kann ihn wirklich sehr schnell lesen, kann aber auch länger auf die Bilder gucken und so. Also auch das passt alles. Aber es ist halt Mittelfeld. Aber toll gezeichnet. Ja. Toll gezeichnet, ja, aber die Erzählung ist. Naja, halt eben. Man ist so ein bisschen traurig, weil man denkt, boah, wenn jetzt die Story noch mehr. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet. Mehr Punch gehabt hätte und dann die tollen Bilder dazu, dann wäre es so richtig groß gewesen, ja. Der war solide. Ja, die Mafia-Geschichte war solide. Solide ist ein gutes Wort, das passt. Schön. Wer will schon solide sein? Wir nicht. Gut. Du schon wieder. Wir haben aber nicht geguckt. Nee, wir haben nicht geguckt. Seid ihr euch da drüben schon wieder einig? Ja, aber ich trenne euch nächstes Mal. Ja, bitte. Wir möchten gerne getrennt gesetzt werden. 7,14 macht in Summe so ungefähr 20. Ja. Okay. Das war schon der letzte Titel. Oh, so schnell waren wir ja noch nie. Ja. Nein. Das macht das Wetter. Service heute wegen des Wetters. Ja, genau. Wir sind auch alle froh, dass wir jetzt in den Biergarten können. Wir haben schon einen Termin fürs nächste Mal, wie gerade eben angesprochen, im Januar 2025, denn wir eröffnen am 15.11. unsere neue Ausstellung Black Comics vom Kolonialismus bis zum Black Panther. Bis zum Black Panther, tausendmal schon gesagt. Und am 15.11. und direkt danach ist unsere Lesewoche, die Woche danach. Das heißt, der November ist ziemlich voll für uns Comic-Fans. Und deswegen haben wir gedacht, wir schieben das Ganze mal in den Januar. Dann sind wir alle gestärkt und haben die Energie, um uns mal wieder so richtig zu streiten vielleicht. Und dann wissen wir endlich, dann wissen Sie am 10. Januar, was Sie mit Ihrem ganzen Weihnachtsgeld anfangen können. Also, genau, wenn Sie die Geschenke umgetauscht haben. Es ist ja sowieso so, man bekommt nur noch Gutscheine und dann kann man auch noch bis zum 9. Januar warten, was man dann mit seinen Gutscheinen und seinem Geld macht. Und mit der Simpsons-Ausstellung sind wir so knapp vor dem 20.000. Besucher. Ja. Ja, genau. Die läuft noch bis zum 27. Oktober und ein bisschen Rahmenprogramm ist auch noch da, können wir auch empfehlen. Und wie immer, der abschließende Hinweis, Sie können sich die Titel gerne in unseren tollen Bibliothek. Comicläden in Dortmund kaufen, natürlich, falls Sie die vorher einmal anlesen wollen, so mache ich das immer, in der Bibliothek lesen, im lokalen Comichandel kaufen, dann können Sie die natürlich auch alle drüben in der Stadt- und Landesbibliothek ausleihen. Genau. In dem Sinne, schöne Weihnachten.